Ja, liebe Kleinen, die ja eigentlich heute die ganz Großen sind, am heutigen Tag unserer Ausstellungseröffnung, liebe Gäste, ja, auch liebe Vertreterinnen und Vertreter der Presse, von Wittel ist hier, Herr Koch ist hier und wir haben auch Dietmar Bührer hier, der mit einer Kamera uns begleitet. Vorab herzlich willkommen Ihnen allen. Wir haben hier einige Ausstellungen schon eröffnet, aber diese Ausstellung ist aus meiner Sicht, und ich glaube, da teilen wir auch alle diese Meinung, eine ganz besondere Ausstellung. Und wir haben heute, denke ich, etwas hinbekommen, dass die Kleinen ja die ganz Großen heute sind, und ein Motto, was wir so uns vorgenommen haben, dass eben Kunst und Kultur schon in der Kita passiert oder dort gut aufgehoben ist, heute hier auch Wirklichkeit wird. Ganz am Anfang meine Frage, hätten Sie was dagegen, dass Herr Bührer hier mit der Kamera aufnimmt? Wenn Sie was dagegen haben, er hat all unsere Ausstellungen aufgenommen, dann protestieren Sie einmal ganz leise, dann werden wir das auch berücksichtigen. Ja, Protest, genau, mit den Luftballons. Ja, ich möchte ganz herzlich Frau Castello hier bei uns begrüßen. Sie ist Geschäftsführerin des Eigenbetriebs der Kita und auch die Kita-Leiterin Frau Bock und Frau Westphal. Herzlich willkommen auch an Sie und natürlich herzlich willkommen an die Eltern, die auch heute die Großen begleiten. Und ich glaube, eingangs möchte ich schon sagen, dass ich der Kita Fehlerstraße sehr, sehr verbunden bin. Dazu werden wir heute auch einiges nochmal hören. Aber diese Verbundenheit hat auch was mit Ihrer Arbeit zu tun. Ich glaube, heute ist ein besonderer Tag, dass man das auch mal aussprechen darf. Ich finde, dass Sie eine großartige Arbeit leisten in der Kita. Das ist eines der Gründe, warum ich gerne diese Kita immer mal in mein Herz geschlossen habe. Und vor allem haben Sie ja auch einen Schwerpunkt gesetzt in der musisch-bildnerischen Bereich, was sehr, sehr wichtig ist, dass eben die Kleinen schon in der Kita auch mit Kunst und Kultur in Berührung kommen. Ja, ich werde auch gleich was dazu sagen, wie es überhaupt zu dieser Ausstellung gekommen ist. Links von mir steht Michael Bartel und Maria, macht das Kulturbüro gemeinsam hier im Wahlkreisbüro von mir. Als wir unser Wahlkreisbüro hier eröffnet haben, haben wir gesagt, ja klar, so ein Bürgerbüro ist dafür da, dass Bürger und Bürger kommen und ihr Anliegen hier loswerden. Aber wir haben gesagt, wir wollen hier Kunst und Kultur stattfinden lassen. Wir wollen diese bescheidenen Räumlichkeiten für Ausstellungen nutzen. Und so haben wir hier verschiedene Ausstellungen schon präsentiert. Und Michael und Maria haben kuratiert und sie sind sehr wählerisch. Sie sind sehr wählerisch, was die Auswahl der Künstlerinnen und Künstler angeht. Und auch heute, denke ich, werden wir auch einiges dazu hören aus Sicht des Kurators. Wie ist es nun dazu gekommen? Neben der Tatsache, dass wir gesagt haben, wir wollen hier Ausstellungen eröffnen, hatten wir dann auch die Eröffnungsfeier. Und bei der Eröffnungsfeier kriegt man ja immer sehr viele Geschenke. Nicht? Also man kriegt viele Blumen, alles Mögliche an Bürosachen und dergleichen, sind viele schöne Geschenke dabei gewesen, aber eines der schönsten Geschenke war tatsächlich das Bild von Mara. Ja, und dann hatten wir das Bild von Mara hier im Wahlkreisbüro und meine Mitarbeiterin und ich haben uns überlegt, was machen wir nun mit diesem Bild? Ja, es hat einen sehr würdigen und schönen Platz im Büro gefunden. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen sich immer, dass das Bild von Mara unser Büro schmückt. Wo ist Mara? Hallo Mara! Ja. Vielen herzlichen Dank nochmal für das tolle, tolle Bild. Und ja, wir haben uns sehr gefreut darüber. Und Sie merken schon, da sind zwei Sachen zusammengekommen. Das Geschenk von Mara und die Tatsache, dass wir hier Ausstellungen präsentieren. So ist diese Idee uns eigentlich ins Gesicht gesprungen. Wir haben gesagt, wir müssen unbedingt ja, ein Projekt mit der Kita gemeinsam machen. Und so ist der Ball auch rübergespielt worden. Michael Bartel hat sich dann auch bereit erklärt, dieses Projekt zu begleiten und in der Kita auch umzusetzen. Und ich freue mich sehr, dass wir heute hier die Ergebnisse präsentieren können. Ich würde gerne zu einzelnen Bildern auch was sagen, aber bevor ich das tue, würde ich gerne einfach das Wort
erst einmal mich ein Bartel überreichen und dann Frau Castello. Ja, die Le Collette hat das schon gesagt. Grundkonzept ist hier, Kunst zu zeigen in dem Bürgerbüro. Und wir haben die Schwelle auch sehr hoch gelegt. Wir haben gesagt, wirklich nur professionelle Künstlerinnen und Künstler aus Friedenau. Davon gibt es eine Reihe. Aber es gibt auch eine Reihe von Künstlerinnen und Künstlern Friedenau, die mehr das als Hobby machen. Da haben wir gesagt, die finden sicher woanders die Möglichkeit. Also wir gehen schon hier sehr professionell ran. Und als die Idee aufkam mit der Kita, habe ich gesagt, warum? Das ist doch auch professionell. Die Kinder strengen sich so an und sind so intensiv dabei, dass das genau in unser Konzept passt. Und ich selbst habe mich auch sehr gefreut dann über die, als ich so die ersten Ergebnisse gesehen habe, weil ich habe ganz zu Beginn meiner Berufslaufbahn, ich habe selbst auch Bildende Kunst studiert und war dann als Kunstpädagoge tätig und war fürchterlich frustriert von den Kindern, die aus den Grundschulen in den Oberschulbereich kamen, weil da fast keine Kreativität mehr da war. Wie das die Grundschullehrerinnen und Lehrer hinkriegen, weiß ich nicht, aber sehr effektiv. So, und insofern, das ist was Tolles. Hier ist noch alle Kreativität, zu der Kinder in der Lage sind, vorhanden und wird umgesetzt. Und mit einer Freiheit umgesetzt, die es wirklich faszinierend ist. Deswegen haben wir das sehr gern gemacht und sind natürlich jetzt auch stolz, dass das Ergebnis so toll aussieht. Also auch nochmal an die Kita einen Glückwunsch und die Ermunterung weiterzumachen. Zu meiner Stadtratszeit haben wir damals ja angefangen, diese Kreativität zu befördern. Wir hatten damals einen Austausch mit Reggio Emilia, das war ein ganz großes Projekt, europaweites Projekt, wo man in Kindertagesstätten Kreativität mit Kindern eingeübt hat und wir haben sie dann hierher geholt und haben uns ausgetauscht. Fehlerstraße war eine der Kitas, wo das auch dann ja, nachhaltig weitergebracht hat. Also wir haben einfach nur Freude dran. Sehr schön. Vielen Dank, Michael Bartel, für die Unterstützung. Frau Castello, bitte. Ja. Denke ich an Dilek Kolat, fallen mir zwei Begriffe zuerst ein. Großartig und großzügig. Großartig finde ich, weil sie sich so wunderbar hier in ihrem Wahlkreis engagiert. Und wir als Eigenbetrieb, wir haben 37 Kindertageseinrichtungen, haben das Glück, mit der Kita Fehlerstraße seit 3 Jahren großzügig und großartig von Frau Kolat unterstützt zu werden. So hat alles angefangen. 2013 überreichte Frau Kolat der Kita Fehlerstraße einen Doppelsitzer-Buggy für die neu installierte Krippengruppe. Im Jahr 2014 hat sie einen weiteren Zweisitzer-Buggy für die Kita gespendet. 2015, im Februar, waren wir mit einigen Kita-Kindern hier und Frau Kolat hat die Malutensilien, die Leinwände der Kita zur Verfügung gestellt. Ich möchte betonen, deswegen habe ich auch gesagt, großzügig, alles aus ihrer privaten Schatulle bezahlt und nicht von Steuergeldern. Ja, und heute stehen wir hier und haben, Sie haben das so schön gesagt, wird eine professionelle Ausstellung eröffnet. Ich finde das auch großartig. Vielen Dank für Ihr vielseitiges Engagement hier im Wahlkreis und insbesondere in der Kita Fehlerstraße. Danke. Vielen Dank. Ich lasse die mal da drin. Ne? Ja. Als kleines Dankeschön. Vielen Dank, Frau Castello. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Also mir fällt die Unterstützung sehr leicht, weil, wie gesagt, Sie eine ganz, ganz tolle Kita sind. Und ich würde jetzt gerne noch einiges sagen, was also mich dann beeindruckt hat, weil so ein Bild kann man ja geschenkt kriegen. Aber da war auch ein Echtheitszertifikat dabei. Ja? Also mit Mara noch dabei, ne? Also damit man die Künstlerin hier auch live sozusagen sehen kann. Und wir haben das hier auch an unser Fenster kopiert, nicht Maria, und aufgehängt. Und das hat ein großes Interesse gehabt. Die Leute sind vorbeigelaufen, haben sich das angeguckt. Und ich finde das schon sehr beeindruckend, wie das hier auch sozusagen zertifiziert worden ist.
Da gibt es nämlich eine Vertrauensgarantie. Ja. Erstens, dieses Echtheitszertifikat garantiert Ihnen die Echtheit und die besondere Qualität dieses Gemäldes. Ja, also wir haben heute hier nur mit Qualitätsbildern zu tun, weil wir hier auch Zertifikate dabei haben. Das heißt, wenn Sie ein Bild erwerben, kriegen Sie auch so ein Zertifikat dann ausgehändigt. Zweitens, dieses Gemälde wurde nur von der großen Mara Dittberner erschaffen. Ja, das ist auch also garantiert. Und drittens, die Künstlerin vermacht ihr Werk an die edle Kinderwagenspenderin, an mich, die der Kollat. Mara Dittberner zeigte mit ihrer hervorragenden Farbauswahl ihr Können mit besonderen Pinselschwüngen, verzaubert sie die Betrachter und Kenner der Künste. Wir hoffen auf viele weitere Kunstwerke und ja, heute haben wir wieder ein Kunstwerk von Mara. Ich gehe mal kurz rüber. Denn Mara hat uns heute noch ein schönes Foto hier geschenkt. Mara, wo ist dein Bild? Da vorne, genau. Und zwar hat Mara diesmal eine deutliche rote Farbe bevorzugt. Der kleine Vogel heißt dein Bild. Ist da ein Vogel zu sehen, Mara? Ja, ne? Ein bisschen versteckt. Ja, ne? Ein bisschen unterm Baum. Ja, genau. Also wenn wir genau hingucken, dann sehen wir einen Vogel versteckt. Und Mara, du machst es ganz, ganz toll. Und wir freuen uns, dass du heute uns auch so ein Bild geschenkt hast. Zack, bitteschön. Und freuen uns auf die weiteren Künste. Es ist jetzt natürlich nicht möglich, auf alle Bilder einzugehen, aber sehr beeindruckend, weil wir auch eine Einjährige dabei haben. Wo ist Anna? Anna? Hallo, Anna. Ja, deutlich abstrakt gehalten. Aber wenn wir genau hingucken, die Flucht des Rotkäppchens. Ganz klasse, Anna. Und das Besondere, was sich Michael Wartel auch hat einfallen lassen, ist auch Gemeinschaftsbilder entstehen zu lassen, was ja zu einer Kita wunderbar passt, weil es ja auch Gruppen gibt. Und das ist hier jetzt ein Bild der Glückskäfer. Ne? Und hier haben 13 Kinder gemeinsam gemalt und ein Glückskäfer im Farbenrausch. Heißt das Bild, das sieht man auch diesen Farben wunderbar an. Wenn man genauer hinguckt, sieht man hier Käfer auch etwas versteckt. Aber kann man sehr gut erkennen. Ich finde es klasse an diesen Gruppenbildern. Michael, ich weiß nicht, ob das so vorgesehen war, aber die sind immer sehr gut klar getrennt. Es gibt immer so abgetrennte, nicht immer, aber bei den meisten Gruppenbildern immer so abgetrennte Bereiche, wo man merkt, ja, das ist ein Gemeinschaftswerk. Ja, und jetzt kommen wir noch zu einem Highlight. Elias, wo bist du? Hi, na, mein Lieber. Na, geht's dir gut? Du bist ein ganz großer Künstler, weißt du das? Ja? Sehr schön. Also Elias hat hier ein Bild gemalt. Frühling heißt das. Na? Und ja, wir haben uns sagen lassen, dass Elias so ein bisschen zurückhaltend ist, so eher leise Töne mag und man merkt ja auch an dem Format, dass er das auch nicht so groß hält, ja, aber ich finde wunderbar gelungen. Also das ist wirklich ein super Kunstwerk geworden, deswegen haben wir uns auch für dieses Bild entschieden, dass es auch abgedruckt wird in der Einladung. Und Elias, wir freuen uns auf ganz, ganz viele andere große, große Werke von dir, ne? Und das nächste Mal malst du was Größeres, okay? Ja? Super. Vielen herzlichen Dank. Und wenn wir hier nochmal weitergehen. Ja, das sind wieder sozusagen Bilder, Farbenspiel, das sieht man hier, das ist die Igelgruppe und das hier ist das Gruppenbild der Schmetterlingsgruppe. Genau. Sehr farbenfroh und ich kann einfach nur sagen, was mir, genau. Und neben den vielen Bildern, das ist auch eine großartige Idee, Frau Pestello, das kann ich ja hier verraten, wurde das Rote Rathaus hier mal nachgebildet. Ich finde sehr, sehr gelungen.
Und ja, wir haben schon gesagt, da können wir noch ein bisschen nacharbeiten, dass aus dem einen Fenster der Michael Müller rausguckt, der regierende Bürgermeister, aus dem anderen Fenster vielleicht ich als seine Stellvertreterin. Aber auf jeden Fall hat es hier einen wunderbaren Platz gefunden, finde ich auch sehr, sehr gelungen. Ich denke, dass man bei allen Bildern viel entdecken kann. Also wenn man sich das in Ruhe anschaut. Und vorhin hat mir jemand ein Buch von Picasso ins Ohr geflüstert, dass jeder Mensch ein Künstler ist. Eigentlich können wir hier feststellen, nach dieser Ausstellung, dass in jedem Kind ein Künstler, eine Künstlerin steckt. Man muss es nur pflegen und die Gelegenheit geben, das zu entfalten und dass es nicht verloren geht. Und dafür ist die Kita-Fehler-Straße eines der besten Beispiele, wie das gelingen kann, dass irgendwann aus den kleinen Künstlerinnen und Künstlern große Künstler werden. Vielen Dank, dass Sie da sind und ja, genießen Sie auf jeden Fall noch die Ausstellung zu den Preisen. Da weiß ich gar nichts. Hallo. Das ist frei gewonnen. Also der Erlös der Bilder soll der Kita-Fehler-Straße zugutekommen. Wir haben uns gedacht, dass die Kaufenden frei wählen können. Ist ja ein Honorationspreis. Wir wollen die Ausstellung hier bis zum... Können wir heute auch schon vormerken. Genau. Ja. Bis zum 7.8. findet die Ausstellung hier statt. Und Sie können aber heute schon reservieren lassen. Das sollten Sie tun, wenn Ihnen ein Bild gefällt. Wir haben die Galeriepunkte da. Ja. Genau. Ja, genießen Sie die Ausstellung. Und Sie sind noch herzlich eingeladen, hier noch ein Glas Wasser, Tee oder Kaffee mit uns zu trinken. Schön, dass Sie da sind.